sind zu dieser Pressekonferenz von Stadt und von Landkreis Hof. Sie wissen, wir haben ein erhebliches Infektionsgeschehen, das sich insbesondere auch in den Zahlen abbildet von Stadt und Landkreis Hof, in den Inzidenzwerten, die unterschiedlich sind, aber durchaus hoch und die sich beide ungefähr gleichförmig entwickeln. Wir haben in der Stadt Hof einen Inzidenzwert von 410, im Landkreis Hof aktuell einen Inzidenzwert von 273. Wir hatten gestern einen hohen Wert, einen Höchststand, was die Zahl an Neuinfektionen anbetrifft, die bei uns gemeldet worden sind, mit 124 Neuinfektionen. Wir haben Stand jetzt, das ist die Zeit nachmittags um 15.30 Uhr, da haben wir 61 weitere neue Fälle. Wir haben deshalb beschlossen, gemeinsam Stadt und Landkreis Hof, dass wir Maßnahmen ergreifen für Stadt und Landkreis Hof gemeinsam. Insbesondere was die Schulen betrifft und insbesondere auch was unsere Heime anbetrifft, den Schutz der Bewohner in unseren Heimen und darüber hinaus noch weitergehende Maßnahmen. Ich darf als erstes die Bürgermeisterin das Wort geben. Danke, Herr Landrat. Ja, die letzten mehr als 24 Stunden, würde ich jetzt mal sagen, waren schon geprägt davon, wie wir mit den Inzidenzwerten, die jetzt auch die 400 überschritten haben, umgehen werden. Es gab viele Gespräche, es gab Abstimmungen zwischen Stadt und Landkreis Hof, innerhalb der Verwaltung, mit dem Schulamt. Und das Ergebnis ist, dass wir im Hof auf nichts mehr warten können, nicht auf den Freistaat warten können, nicht auf bessere Zahlen warten können und auch nicht wollen, sondern dass wir jetzt mit dem heutigen Tag die Allgemeinverfügung herausgeben, die zu schweren Einschnitten führen wird im Schulbetrieb, im Kita-Betrieb und vor allem auch im privaten Bereich, im häuslichen Umfeld, in der Freizeit, in den privaten Kontakten. Das sind Maßnahmen, die niemandem leicht fallen, die auszusprechen, weil auch jeder der Entscheider auch ein Privatleben hat, auch eine Familie hat, auch Kinder hat. Aber wir sind alle in der Verantwortung, heute zu reagieren und nicht bis übermorgen oder weiter zu warten. Und deswegen gelten neue Regeln, Schulen und Kitas geschlossen ab Montag, also Distanzunterricht in den Schulen, Kitas geschlossen von Montag bis Freitag auf jeden Fall und auch Ausgangsbeschränkungen, die sich darauf beziehen, dass man seinen Haushalt nur noch verlässt, um andere Familienangehörige, Partner oder Eltern oder Geschwister zu besuchen, aber nicht mehr für private Treffen. Das ist wohl nochmal ein bedeutender Unterschied zu vorherigen Regelungen und Maßnahmen, was uns jetzt dazu bewogen hat, das seitens der Stadt zu machen, das wird im Landkreis so ja nicht der Fall sein, ist, dass wir einfach an mehreren Stellen, sage ich mal, die Schrauben anziehen müssen. Wir haben ein Infektionsgeschehen, das sich nicht nur auf Senioren in Pflegeheimen beschränkt oder nicht nur auf Schulkinder, sondern das einfach ganz breite Wurzeln schon hat, überall in unserer Stadt und wo wir auch gerade im persönlichen Verhalten im privaten Umfeld einfach feststellen, dass sich nicht an die Maßgaben gehalten wird, dass Geburtstagsfeiern halt dann doch noch im kleinen Kreis gemütlich begangen werden und dergleichen. Da müssen wir jetzt Einhalt gebieten, so unschön es ist, aber es ist jetzt die einzige Möglichkeit, da mal die Bremse zu ziehen. Dankeschön. Wir wechseln uns ab. Ich darf klarstellen, dass unser Ziel ist, dass wir die Zahl an Neuinfizierten reduzieren, dass weniger Menschen vom Virus betroffen sind und dass wir deshalb Infektionsketten unterbinden. Gemeinsam, Stadt und Landkreis, ist, dass wir die Schulen ab Montag im Distanzunterricht abhalten wollen. Wir haben dazu Gespräche geführt mit allen Schulleitern der weiterführenden Schulen und heute auch nochmal eine Telefonkonferenz gehabt mit den Grundschulleitern und den Schulleitern der Hauptschulen. Wir haben dabei auch beschlossen, dass für die Abschlussklassen die Schulen Ausnahmen vorsehen können, wenn es um Leistungsnachweise geht. Das war den Schulleitern wichtig, dass im Einzelfall auch Leistungsnachweise noch erbracht werden können, damit die Abschlussklässler auch eine gute Vorbereitung haben.
Diesbezüglich haben wir auch heute den Leiter des Steinlinger Schulamtes, Herrn Stadelmann, Leiter für Stadt- und Landkreis Hof, da, der Ihnen erklären wird, wie das ab Montag läuft, insbesondere auch was das Thema Distanzunterricht anbetrifft und vor allem auch was die Notbetreuung anbetrifft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es wird so sein, dass wir ab kommenden Montag sowohl in allen Schulen in Stadt und im Landkreis Hof in den Distanzunterricht übergehen. Distanzunterricht bedeutet aber auch, dass wir die Möglichkeit gewähren, in den Jahrgangsstufen 1 bis einschließlich der 6. Klasse eine Notbetreuung anzubieten. Unsere Schulleitungen werden das am morgigen Tag organisieren, werden das abprüfen und abfragen, wer eine Notbetreuung praktisch annehmen möchte. Diese Möglichkeit besteht. Ansonsten sind die Klassen, Ausnahme, die Leistungsnachweise, die unser Landrat ja angesprochen hat, sind die Klassen im Distanzunterricht bis einschließlich der Weihnachtsferien. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Mittlerweile ist es so, dass das Infektionsgeschehen sich nicht nur auf einzelne wenige Schulen bezogen hat, sondern dass wir eben in fast allen Schulen Fälle seitens der Lehrkräfte, vor allem seitens unserer Kinder haben. Und insofern bin ich froh und ich denke auch, die Eltern haben das von uns verlangt, dass wir eine Entscheidung treffen, jetzt einmal bis zu den Weihnachtsferien, und nicht jeden Tag neue Diskussionen haben. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei der Oberbürgermeisterin und beim Landrat, die uns da sehr unterstützen.